Bietigheim Stadt und Land. Attraktiv und lebenswert. Die Region stellt sich vor bei TV Oberfranken. Mit freundlicher Unterstützung der Volksbank Forchheim. Forchheim, die Fränkische Schweiz, der Eichgrund. Hier sind wir, die Volksbank Forchheim, zu Hause. Freuen Sie sich mit uns auf die schönsten Seiten unserer Forchheimer Heimat. Es ist eine Reise in eine andere Welt, in bis zu 60 Meter unter die Erde. 1905 entdeckt der Nürnberger Ignaz Bing eine Höhle oberhalb von Streitberg. Heute ist die Bing-Höhle ein beliebtes Touristenziel. In der Tropfsteingalerie werden 150 Millionen Jahre Erdgeschichte erlebbar. Wir sind ja mitten im Berg hier, erzählen natürlich auch viel über das Jurameer, also wo der Felsen, das Gestein entstanden ist, aber auch über die Höhlenentstehung. Unser Höhlenfluss wird erwähnt und man kann da auch ganz deutlich diese Spuren noch sehen. Zurück am Tageslicht zieht eine Gruppe Kanufahrer die Wiesent hinab. Ein ebenso typisches Bild wie eine Gruppe Wanderer. Das Wegenetz ist gut ausgebaut, um die Pflege kümmert sich der Fränkische Schweizverein. So führt zum Beispiel der Frankenweg durch das Gemeindegebiet, der am Rennsteig beginnt und in der Schwäbischen Alb endet. 520 Kilometer. Ein Gastwirt aus dem Frankenwald ist komplett gelaufen. Er hat in der Zeitung gebracht, das Filetstück von dem Frankenweg ist die Fränkische Schweiz. Und da hat er auch recht. Gerhard Wolf ist übrigens einer von 20 zertifizierten Wanderführern, die Besucher der Fränkischen Schweiz buchen können, um dann vielleicht ein Naturwunder wie die Riesenburg zu erkunden. Die Menschen in Wiesental leben seit Generationen vom Tourismus. Die Gemeindeteile Muggendorf und Streitberg sind staatlich anerkannte Luftkurorte. Nicht zufällig fährt daher die Dampfbahn Fränkische Schweiz durchs Gemeindegebiet. Vorbei geht es an malerischer Kulisse, wie zum Beispiel der Burgruine Neideck. Die Geschichte des Tourismus geht bis ins 17. Jahrhundert zurück, worüber bei der Zugfahrt die als Bauersfrau verkleidete Irene Güllich informiert. Früher sind Herrschaften, die sich leisten konnten, mit ihren Kutschen nach Muggendorf gefahren. Die Herren haben in Muggendorf Höhlenforschung gemacht und wandern gegangen. Und die Damen sind in Streitberg, haben die Molkekuren gemacht. Am alten Bahnhof in Muggendorf wird die Vielfalt der Region übersichtlich zusammengefasst. Dort hat das Informationszentrum Fränkische Schweiz seinen Sitz. Es ist dreigegliedert, von der Geologie über Brauchtum, Tradition, über die Kulinarik bis hin zu Höhle und Karst. Somit sind wir da drüben breit aufgestellt und sprechen viele Besucher unserer schönen Fränkischen Schweiz an. 100.000 Übernachtungen zählt man in der 2500 Einwohnergemeinde Wiesental im Jahr. Aus nachvollziehbaren Gründen. Unsere 46 Quadratkilometer sind die schönsten der Fränkischen Schweiz und bieten für jeden Urlauber und Gast hier etwas Entspannendes. Das war Forchheim Stadt und Land. Attraktiv und lebenswert. Präsentiert von Ihrer Volksbank Forchheim.